Ups. Das ist voll gegen die Wand geklatscht. Seid bloß vorsichtig. Zur Straße geht es verdammt weit runter. Ich dachte, ich muss nach oben drücken. Hast du den Verstand verloren? Es hat natürlich keiner gemerkt. Mach das nie wieder. Mit diesem Motorrad wohl kaum. Alles klar. Gibt der Ihnen niemals ein Motorrad? Könnte nicht gut gehen. Warte mal. Okay, aber hier unten gibt es doch bestimmt noch was. Nö, gibt's nicht. Okay. Guck, ob es hier unten noch irgendwas gibt zum Einsammeln. Da hinten so ein Jadebuddel. Oh, du Scheiß. Fass, ey. Richtig voll ins Gesicht. Ha, die japanischen Models da unten. Hier, die Elise. Und keine Ahnung, ob das ein Unterwäschemodel ist oder eine Sängerin. New CD Elise. Ach du Scheiße. Onichiwati, Shishishama. Ach, keine Ahnung. Ich kann kein Japanisch. Also, ich kann ein bisschen Japanisch. Also, von daher. Endlich die Klappe, ich muss mich konzentrieren. Sorry, Lara. Wir sind jetzt still. Gut. Immer schön ihre Jungs nicht. Schön ihre Jungs im Auge behalten. RIP. What? Oops. Hey, grüß dich. Ja, wie schon gesagt, ich wollte einfach mal meine neuen Layouts ausprobieren. Und da haben wir uns für Dingsbums entschieden. Für einen Tomb Raider. Finde ich gut, dass ich permanent deine Hotpants im Gesicht habe, Lara. Total sexy. Und wir haben uns für Legend entschieden. Oha! Hundi! Alter, das ist noch kein Hundi mehr. Ratte. Ah.
So, weg mit dir. Okay, das wird ja immer schlimmer. Hier wimmelt es von Yakuza. Na, dann sollten wir das einfach ändern. Ja, wir hatten halt die Wahl zwischen dem 2013er Tomb Raider oder dem Legend. Und haben uns, wollte der Justin das Legend haben. Mhm. Das Kleid ist ein bisschen kurz. Ich kenne es nicht auswendig. Ich habe es vor 15 Jahren mal gespielt, ungefähr. Nee, da war ich schon 17. Sie? Sie wissen doch, dass du da bist. Die sehen wir noch früh genug. Ich will nochmal zurück. Und von daher... Hey, willkommen zurück, Justin. Nee, Justin ist noch nicht da, der ist noch AFK. Gruselig, dass sie. Ich finde es komisch. Also, klar, passt zur Story. Aber. Ich finde, die Lara muss jetzt nicht unbedingt permanent dieses Kleid hier tragen. Shenzhen! Komm hier als kleiner Perverse rüber. Na gut, solange die Kamera nicht permanent so ist. Ja. Oh, wir wissen, dass ich da bin. Typisches japanisches Großraumbüro. Boah, du Ratte! Nichts geht über einen beherzten Tritt in den Sack. Weiß nicht, ob ich das nehmen will oder nicht. Fernglas Y. Ist mir schon klar, wo ich lang muss. Hier geht's nirgends raus. Es gibt immer einen Weg, Sip. Ach, entspann dich mal. Entspannt euch mal, Bubis. Ja, ja, die Lara und ihre Bubis. Also nicht Bubis im Sinne von Bubi, sondern Bübchen. Burschen, das meine ich damit. Ich finde hier diese ganzen Jadebuddels zu finden ist viel einfacher als in, ich weiß gar nicht, waren wir da in Bolivien? Ich glaube schon, ne? Sie hat noch nie gern fern gesehen. Sie hat Ihnen einen Gefallen getan. Vielleicht liest sie es mal. Ach komm! Alter, so ein Monitor wäre schon geil. So als Ganzes, nicht so als Stück. Kann ich mal aufhören? Ich hab keine... Oh, scheiße, ich hab keine Muni mehr. Doch, Muni schon, aber ich hab keine... Medis mehr. Fuck! Was für ein wundervoller Abend. Oh, oh, du weißt, was das bedeutet. Und mir wird auch schon übel. Die Lara fängt an zu klettern. Das bereitet ihr viel Freude. Doch zugucken tun ihr gewisse Leute. Bei diesem Zugucken, da wird diesen Leuten voll übel. Was machen sie? Sie kotzen in Kübel. Ei. Super. Super, duper. Oh yeah. Wow. Ich ziehe an der Leine, während ich hier scheine und fett reine. Aua. Ah.
Komm schon, Lara. Jetzt. Richtig schön. So ein Backenturbo. Yeah. Jetzt mal nicht schnell. Lara, du sollst... Okay. Kletter die Stange hochklettern, nicht tanzen. Lass mich mal überlegen. Muss ich hier hoch? Muss ich? Okay. Sieh nicht nach unten. Ich habe keine Höhenangst, Alistair. Aber mir wird davon Spei übel. Er muss mir auch nicht zugucken. Ich versuche nach oben zu schauen, aber ich muss mich konzentrieren, wenn ihr erlaubt. Ja, solange ihr der Dame nicht unter den Rock guckt, ist alles gut. Wie ein kleiner Frosch. Weil ich war, das hält nicht mehr lange. Tja, Lara, da hat der Dingsbums nicht ganz ausgereicht. Da musste noch mal... ein paar Böhnchen essen. Yeah, extra Boost. Gibt's hier noch jemand? Ich hab nicht mehr... Oh, meine Energie ist voll. Wieso ist meine Energie voll? Ich will mich aber nicht beschweren. Bin ich auch irgendwie... Granate holen, ja, danke. Komm schon, Lara, werf die Granate. Du bist doch eine Granate. Hat er nicht gesagt. Doch, hat er gesagt. Und er meint es auch so. Die Musik ist cool. Hui, boing, 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 boing. Yeah. Chick-a-bam. Was, der ist tot? Komm, schön voll fett in die Eier Weihnachtsfeier. Wieder ein Jadebuddel. Auf jeden Fall. Guck mal jetzt hier, wie bei Stranded Deep, wenn du was Falsches gegessen hast. Erstmal schön so einen sexy Kackhaufen hinterlassen. Okay, wir wollen es nicht übertreiben. Drache! Dragon! So. Nein, ich hätte gar kein Medipack nehmen müssen. Lass mich raten, ich kann das irgendwie nach hinten... oder nach hinten bewegen. Oh, hier gibt es ein silberner Jadebuddel. Aufmachen. Hier ist die Lara. Die will nur kuscheln. Die will lieb gehabt werden. Oh, ich hatte eigentlich auch noch so echt Bock auf... ja. Das läuft übrigens im Hintergrund. Das läuft übrigens im Hintergrund, wenn ich streame. Nee, Quatsch. Auf jeden Fall, ja, 13 ist eigentlich auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Also so ein Agentenshooter. Müssen wir auch mal spielen. Habe ich aber leider nur für die GameCube. Warte mal. Siehst du das Geschütz da hinten? Ja, denkst du, es ist eine Falle? Allerdings, sieh dich vor. Ja, komm, passt schon. Das ist ein sehr schöner Agentenshooter, auch im Cell-Shading-Look. Was ist das? Eher moderne Kunst als Archäologie, zumindest in diesem Zusammenhang. Findest du nicht, das Kügelchen ist ein klitzekleines bisschen zu groß für dich? Sie weiß, was sie tut, Kumpel. Das nenne ich Kunst mit Form und Funktion. Okay, die tun nichts. Das Ding geht also nur an, wenn hier Aua wo Aua ist. Ich würde mal sagen, der Innenarchitekt gehört gefeuert. Geschafft. Bist du schwer verletzt?
halb so schlimm. Aber das mache ich nie wieder. Ach, da geht's doch ganz gut. Sie hätten nicht kommen sollen. Das ist mein Reich. Keines Ihrer vermoderten Gräber. Erzählen Sie mir von dem Schwert, Takamoto. Was ist damit? Was fasziniert Sie daran so sehr, Miss Croft? Zeigen Sie es mir, dann sage ich es Ihnen. Ihre Beharrlichkeit wird Sie noch umbringen. Also so wie ich dich ansehe, mir. Alter, du Ratte, in die Fresse, du Pisser. So wie ich mir den Typen so ansehe. Okay, Takamoto ist entkommen. Was jetzt? Wir folgen ihm. Mist, falscher Knopf gedrückt. Klopf, klopf. Klopf, klopf. Ich bewundere deine direkte Art, Lara. Ach, das kriegen wir schon hin, Bubi. Dingsbum, so wie ich diesen alten Japaner so ansehe, was zum... Komm, werfen die Granate hoch. Granate... Oh. Ich weiß, dass du eine Granate bist, Lara, aber bitte die Granate da hochwerfen. Danke. So, auf jeden Fall, Dingsbums, so wie ich diese alte Stinkmumie da eben gesehen habe, glaube ich schon, dass wir hier in einem Dingsbums in einem Grab sind, so vermodert und alt, wie der aussieht. Okay. Irgendwas sagt mir, ich sollte das nehmen. Das Sturmgewehr. Das geht auf. Irgendwas sagt mir, das geht auf. Warum konnte ich das bewegen? Das geht doch bestimmt auf. Das sieht für mich so aus, als würde das aufgehen. Würde das irgendwie aufsprengen? Nee, ne? Na gut, dann ist das halt so. Es wird kein 100% Run. Aufzug. Danke. Dieses Mal haben Sie nicht so viel Glück. Ach, der braucht einfach nur eine beherzte Umarmung. Schnell Gesicht in den dicken Ausschnitt reingeballert, dann ist der auch schon glücklich. Und dann gibt er uns das Schwert. Probier's mal damit, Lara. Nicht immer mit den. Mit Gewalt. Guck mal, hast du sowieso schon fast nichts an. Sie haben keinen Respekt. Sie brechen in mein Haus ein. Töten meine Männer! Ich habe nur Stellen abgebaut. Jetzt kümmere ich mich noch um die Inventur, wenn's recht ist. Sie meinen das hier? Das bedeutendste Stück meiner Sammlung. Wie meinen Sie das? Ups. Ganz einfach. Ich sammle Objekte toter Engländer. Dieses hier gehörte einem Kreuzritter. Er soll sogar einer von König Artus' Rittern gewesen sein. Ich weiß nicht, wie es in den Besitz dieses Narren kam, denn es stammt aus einer Zeit vor dem 11. Jahrhundert, als ihr Volk noch in Lehmhütten lebte. Und deshalb würden sie lieber sterben, als es mir zu geben. Nein. TH. Deshalb! Wow! Yo! Das sagt er jetzt die ganze Zeit, dieser Lümmel. Das Artefakt gehört mir. Es war dumm, hierher zu kommen. Erkennen Sie jetzt Ihre Dummheit? Habe ich Ihre Neugier befriedigt? Dann wird sie uns sterben. Erkennen Sie jetzt Ihre Dummheit? Ach komm schon, Bubi. Was ist jetzt mit Ihrem Großmutter? Verstehen Sie nicht, Miss Croft? Alter, du hast schon ganz schön auf den Backen gekriegt, du Junge. Ja, natürlich. Ups. Halt die Fresse, du Lappen. Habe ich Ihre Neugier befriedigt? Dann werden Sie nun sterben!
Alter, du bist hier gleich tot, Mann. Alter, ich hab dir gerade... Okay, das ist es. Hast du gesehen, was Ruth fähig ist? Ja, das habe ich, Alistair. Ich hab dir gerade den Arsch damit abgerutscht, du Lümmel. Draußen war sie nicht im Großhelikopter auf dich. Oh, wenigstens einer, der nicht so ist. Richt ihm aus, dass er der Größte ist. Richt ihm aus, dass er der Größte ist. Geil. Yo. Wer reist nicht so? Danke, Nishimura-san. Ich bin sehr froh, Sie hier zu sehen. Die Freude ist ganz meinerseits. Was ist mit Takamoto? Wo ist er? Kommt ganz darauf an, ob er brav gewesen ist. Ich habe übrigens James Rutland aufgespielt. Willst du nach Ghana? Klar, ich bin dabei. Afrika ist einer meiner Lieblingskontinente. Aber im Schmetterling, wie geil. Ich glaube, der Dicke will ein bisschen mehr als nur befreundet sein.